jeden Tag brandneu. Man kennt ja die Musik von Wolfgang Petri und jetzt mit Geschichte verbunden, beziehungsweise mit der Story dazu, ist noch was ganz Neues und das ist echt gut gelungen. Das Beste aus der Zeit. War tatsächlich ganz lustig, dass man erst gedacht hatte, so okay, wie baut sich das so ein bisschen auf, wie baut man die Lieder ein, aber im Endeffekt so in die Vorstellung eingebunden, auch mit dieser Story, die so ein bisschen nachvollziehbar sind, macht halt bisher einen guten Eindruck. Es ist halt einfach irgendwie witziger, witzig gemacht. Das Beste bis jetzt war die Therapiegruppe, wo die da alle auf ihren Hupfbällen herumgesessen sind und die ganzen Lieder von Wolfgang Petri eingeflochten waren. Da habe ich mich köstlichst amüsiert. Der Himmel brennt, die Engel fliegen. Und wer seine Musik mag und wer auch Musical gerne mag, mit Tanz und Gesang mit dabei, muss ich es unbedingt mal anschauen. Also ich würde es empfehlen, weil es sehr, sehr temporeich ist, weil es immer wieder was Neues auf der Bühne zu sehen gibt, zu entdecken gibt. Ist doch von klein bis groß, kann man allen sagen, die können hierher gehen. Ein Fehler war, ich hab geglaubt, du wirst mir entfallen. Party pur, mehr braucht man dazu nicht sagen, ne? Die wir wollten.